Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier in unserer geilen kleinen neuen Hütte. Nein, nicht neue, aber ausgebesserten Hütte. Und ich wollte eigentlich vorher hier offscreen noch ein bisschen aufräumen, habe ich aber vergessen. Toll, schmeißen wir jetzt einfach alles hier rein. Egal. Weg mit dem Dreck. Pfeile wollte ich noch behalten. Das kann man immer mal gebrauchen, so ein bisschen Pfeilkram. Werkbank auch. Bisschen Holz. Wo hatten wir Holz? Weil, was habe ich heute vor mit euch? Ich werde mit euch eine Höhlentour machen. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Redstone und vor allem Eisen und Diamanten, dass wir endlich mal Verzauberungstisch bauen können und so ein Kram. Und deswegen werden wir das einfach heute mal machen. Ich bin so frei, obwohl ich eigentlich erst um Nahrung kümmern mich wollte. Aber ja, wir haben jetzt ein bisschen Vorrat wieder und wir müssen da einfach mal runter. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Erübrigt sich. So. So, Fackeln. Ah, Fackel haben wir. Okay. Vielleicht noch eine Schaufel oder sowas machen. Ja, jetzt haben wir keine Steine. Ach, fuck. Fuck auf die Schaufel. So. Ach komm. Kann hier gar nicht lassen, das gar nicht lumpen hier. So. Noch zwei. Dann haben wir gerade hier einen Stack voll. Sehr schön. Top. Die Wette gilt. Ein bisschen Kohle haben wir dabei. Eigentlich brauchen wir so viel nicht. Dann machen wir mal die Hälfte. Aber wir haben noch eine dritte Truhe. Super. Da hätte ich auch da können den ganzen Scheiß reinlegen. Alles klar. Egal. So, hier haben wir noch ein bisschen Nahrung. Bup. Wie viel holen wir denn mit an Nahrung? Ich würde mal sagen, wir holen hier schon so 20 mit, falls wir doch mal länger unten bleiben sollten. Ich weiß es ja nicht genau. Und den Rest lassen wir jetzt so, wie es ist. Nicht so viel Zeug mitholen, nicht, dass wir nachher nochmal keinen Platz im Inventar haben oder so. Was ist denn das hier? Ein Erdklumpen. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Da holen wir auch hier nochmal ein bisschen Erde mit. Hä? Ach nee, das sind Fichtenholzbretter. Okay, ja, die wollte ich nicht unbedingt in die Höhle reinbauen. Auch mal hier noch dabei. Und dann holen wir hier einfach noch Erde mit. Für uns irgendwo hochzubauen oder so ein Kram. So, ansonsten sind wir eigentlich ausgerüstet. Haben alles. Ein Eimer könnte man mitholen. Ich nur wüsste, wo ein Eimer ist. Haben wir überhaupt einen Eimer noch oder haben wir den verloren? Ah, da hier ist doch ein Eimer. Holen wir gerade zwei mit, ist ja egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. So. Ah, Randy und Knut, wie geht's euch? Hier hinten das Weizen, das können wir auch noch demnächst mal wieder ernten, denke ich. Das müsste eigentlich soweit fertig sein. Und dann gehen wir einfach mal runter. Und gucken. Upsa, genau daneben gesprungen. Wie im echten Leben. Ich höre schon wieder einen Slime. Da ist er. Bam! Ausgeslimed. Du Schleimer, du Dreckiger. So. Wo müssen wir hin? Wo war das nochmal? Dass wir in den Minenschacht kommen. Ja, hier. Mein Skelett. Das ist gut, wir brauchen Pfeile. Oder ein Bogen mit unendlicher. Also der keine Pfeile verbraucht. Das wäre auch ganz top. Allerdings brauchen wir dafür den Verzauberungstisch. Und da oben liegt die Lava. Da liegt die Lava brach. Wisst ihr, was wir auch brauchen? Kohle haben wir auch eigentlich gar nicht so viel am Start, ne? Aber da unten sieht es doch schon mal ganz gut aus. Wow. Hey, du Pfeilpenner. Tschüss. Was willst denn du jetzt von mir? Lass mal, ey. Gut. So macht man das. Aber hier ist das Skelett eingeschlagen. Jetzt müssen wir doch erst essen. Das Herzen sich wieder auffüllen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Rüstung? Ja, geht noch halbwegs. Ich habe hier irgendwo doch schon. Wo waren das? Ah, da oben. Da folgen wir jetzt mal. Jetzt wollte ich eigentlich in Ruhe noch die Kohle abbauen. Alter, sag mal. Ich hätte irgendwie nicht so sprungbegabt. Ich glaube, diese Höhlentour kann nur schief gehen, wenn die schon so anfängt.
Nicht schon wieder. Es ist eigentlich noch nie wirklich eine Höhlentour 100% gut gegangen. Und das ist schon traurig. Vor allem, wenn ich bedenke, was wir schon alles verloren haben. Alter, aber diese ekelhaften. Hör ich eine Spinne? Ne, das war das Skelett, ne? Ich muss mal das Headset auf beide Ohren heben. Kratz jetzt ab. Ganze Pilze hier. Von deiner Mama. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Das Tolle ist hier, Zaun und Holz können wir auch hier holen. Und Schienen. Da habe ich halb Schiss, dass wir sie wieder verlieren. Ist hier irgendwo ein Skelettspawner oder so? Ist ja unglaublich. Mit euch Kerlen! Alter, der war gerade tot. Haben wir jetzt. Sag mal! Spinnst dir! Jetzt gut hier. Ich glaube, hier ist echt entweder ein Chango oder ein Spawner. Schienen, die brauchen wir nicht mehr zu bauen, die wir hier aufheben können. Ha. Dunkel war's. Eisen. Direkt mitholen. Ja. Ich habe jetzt zwei Themen noch, die ich aber jetzt nicht vorbereitet habe. Ich soll G über die GEZ. GEZ thematisieren und einmal meine Schulzeit oder typisch Schule an sich und Storys aus meiner Schulzeit. Ich glaube, so weit kann ich mich gar nicht mehr zurück. Nee. Ja, da könnte ich natürlich auch spontan drüber reden. Das sind jetzt ja nicht die wichtigsten Themen auf der Welt, vor allem die GEZ nicht. Ja, aber was gibt's großartig über die GEZ zu sagen? Eigentlich will ich da auch kein großes Fass aufmachen. Weil, ja, was soll man dazu sagen? Was soll ich von der GEZ berichten? Außer dass sie sehr aufdringliches Volk sind, so ähnlich wie die Zeugen Jehovas. Nur, dass sie eben irgendwie noch halb den Staat hinter sich haben oder so, die Rechte für bestimmte Sachen zu machen oder nichts dagegen gemacht wird, zumindest was schon ziemlich auf den Sack geht. Weil ich habe damals so eine Fernsehserie dazu gesehen, da hat eine ehemalige GEZ-Mitarbeiterin sich etwas über die GEZ ausgelassen und dass sie die Arbeit dort nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte. Weil sie wohl auch Briefkasten geöffnet haben, um Leute zu überprüfen, ob die jetzt einen Anschluss haben oder einen Fernseher haben oder sonst irgendwas, ne? Also ob sie eigentlich in der Schuld stehen, die GEZ zahlen zu müssen. Also einfach das Briefgeheimnis außen vor gelassen, scheißegal, ne? Drauf geschissen, einfach ihr Ding gemacht. Und das konnte die eben nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Natürlich ist jetzt die Frage, ob das alles so stimmt, ne? Wenn die jetzt den Hass auf die GEZ hat, aus irgendwelchen Gründen, ob die dann auch wirklich hundertprozentig die Wahrheit sagt. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Dann wäre das schon eine ziemlich miese Tour, muss man eben einfach sagen. Na, wir haben ja keine Schaufel gemacht, stimmt. Ein bisschen Kies abbauen. Das wäre schon eine Idee, aber dann machen wir uns doch jetzt schnell noch eine Schaufel. Ja, hier sind die Sticks. Ja, Kiesschaufel wollte ich keine machen. Zwei. Ach so. Ja, da brauchen wir ja auch zwei Stäbe, ne? Wenn wir zwei Schaufeln machen wollen. So. Andere Sache. Die Erde, genau. Die Erde würde ich schon gerne irgendwie integrieren. Die hat uns eben ja auch sehr geholfen. Die Axt, die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Wenn wir mal schnell eine Brücke bauen müssen oder so, ist das schon nicht verkehrt.
Ja, was sind meine Erfahrungen mit der GEZ? Mich hat das auch ein bisschen angepisst, weil bevor diese neue Regelung ist, die neue Regelung ist ja nochmal ein bisschen anders. Jetzt muss ja jeder Haushalt bezahlen, ob er einen Anschluss hat oder nicht, ne? Weil das ist dann noch leichter zu prüfen. Dann brauchen sie wenigstens keine Verbrechen mehr zu begehen. Dann hat sich der Staat gedacht, bevor wir was gegen die Verbrechen der GEZ machen, machen wir es ihnen wenigstens leichter und jeder Haushalt muss einfach bezahlen, ob er was empfangen kann oder nicht. Ist egal. Okay, auf einer Seite. Können ja die wenigsten von sich heutzutage behaupten, dass sie eigentlich nicht GEZ-pflichtig sind, weil irgendwo empfängt jeder irgendwas, ob es das Autoradio ist, irgendeine Internetverbindung zählt ja, glaube ich, auch alles dazu. Von daher. Denke ich, ist das Ganze sowieso schon mal mit Vorsicht zu genießen. Aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob das überhaupt eine berechtigte Forderung ist. Diese GEZ-Gebühr, da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Mit welchem Recht muss ich das abdrücken? Verstehe ich nicht. Was machen die dafür, dass sie überhaupt das Geld bekommen? Außer Scheißdreck bringen. Ja. Das ist dann mal so die andere Frage. Aber wie gesagt, bevor das war mit dem Haushalt, da musste man ja. So, übrigens, ich habe gemerkt, Pflasterstein und Stein sehen irgendwie gleich aus im Naturtexturenpack. Deswegen die Höhle hier ist nicht komplett aus Pflasterstein. Deswegen ist nicht die Höhle ein kompletter Dungeon, sondern es sieht halt einfach nur ähnlich aus. Oder gleich sogar, ich weiß es nicht hundertprozentig. Könnten wir ja schnell gucken. Das hier ist Stein, Pflasterstein. Ah, gut, das ist doch ein bisschen unterschiedlich. Okay, aber fällt nicht so auf wie bei anderen Texture-Packs, aber man sieht es trotzdem, wenn man es nebeneinander hat. Definitiv. Hier hinten hat immer Lava aufgeblinkt, deswegen wollte ich jetzt mal einfach weiter gucken in diese Richtung, aber da scheint nichts zu sein. Erde. Nee, da kommt nix, nix und nochmal nix. Jetzt sind wir wieder bei Steinen, komm, dann lassen wir das. Hier mal ein Licht rein, dass vielleicht nicht ganz so viele gespawnt werden. Kies haben wir jetzt genug und Feuersteine auch für den Anfang. Ja, bevor die GEZ dieses eingeführt hat, dass jeder Haushalt bezahlen musste, musste ich auch GEZ bezahlen, auch als Student, der BAföG bezieht. Was ich irgendwie beschissen fand, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja, man hat ja nicht schon genug Ausgaben. Ich hatte ja damals auch noch Studentengebühren und Semestergebühren. Das heißt, halbjährlich musste ich so ungefähr 650 Euro latzen. Und das ohne Einnahmequelle und mit dem Monat 440 Euro BAföG, was ja weitestgehend ein Darlehen ist. Musste ich dann zudem noch GEZ bezahlen. Was find ich irgendwo lächerlich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die haben, also ich habe im Internet nachgeforscht und wenn ich da mich richtig informiert habe, dann muss BAföG in Augen der GEZ oder des Staates zählt das als Einkommen. Und wenn ein Einkommen über einen gewissen Betrag, über 270 Euro oder was war, also wenn ich über 270 Euro verdiene, muss ich quasi war ich verpflichtet, GEZ zu bezahlen. Aber wo ist denn mein BAföG? Bitte ein Einkommen. Das ist doch ein Darlehen. Es ist zwar nur teils zurückzubezahlen, aber Alter, das ist doch wohl voll lächerlich. Und andere Leute machen nichts, Alter, sitzen den ganzen Tag zu Hause, haben kein Problem mit der GEZ. Andere gehen studieren, wollen sich weiterbilden und müssen dann zudem noch diesen Hurenschrott bezahlen. Das hat mich so aufgeregt. Ich hätte am liebsten einen Molotow-Cocktail in den ihr scheiß Hauptzentrale geschmissen, diesen Bastarden. Also das ist meine Meinung zur GEZ. Und die ändert sich wahrscheinlich auch nichts mehr. Einmal ans Bein gepisst, bleibe ich für immer dein Feind, ne? So in etwa. Wir werden wohl keine Freunde werden. Definitiv nicht. Und mehr möchte ich auch eigentlich dazu nicht sagen. Es ist eben einfach mein Standpunkt, Drecksladen. Und ja.
Und dass es noch toleriert wird, oder was heißt toleriert, dass es noch in dieser Form anscheinend vom Staat oder was weiß ich, in Form von Gesetzen noch gesponsert wird.